Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Life is Feudal Forest Village. Unsere Leute, die werden jetzt diese Gewässer hier auffüllen. Okay, jetzt hatte ich gerade irgendwie Frame Drops. Was geht denn jetzt gerade ab? Okay. Vielleicht weil hier der Boden geändert wurde. Ich weiß es nicht. Okay, der erste Teil wurde jedenfalls jetzt gemacht. Das sieht so scheiße aus. Oh Gott, sieht das scheiße aus. Das habe ich ja schon befürchtet, dass das kacke aussehen wird. Aber nun gut. Wir versuchen das Beste daraus zu machen, so. Dann sieht das etwas gerader aus. So. So. Mal schauen. Oh, der Teil hier wurde nicht gemacht. So, das muss dann aber auch hoch. Und dieses... So. Einen Moment bitte. So, da bin ich wieder. Sorry, meine Mutter kam kurz in mein Zimmer. So. Ich lasse jetzt mal wieder etwas schneller laufen, um hier zu sehen, wie sich das Ganze hier entwickelt. Ja, ich glaube, die Frame Drops lagen wirklich daran, weil der ganze Boden hier verarbeitet worden ist. Jetzt bin ich nämlich bei zwischen 50 und 60 FPS. Naja, je mehr wir bauen, desto mehr Frames werden auch verloren gegangen, ne? Das ist ja, denke ich, auch normal. So. Jetzt geht's wieder los. Jetzt geht's wieder los. Ja, jetzt wird hier das Loch zugemacht. Okay. Ja, es geht noch. Also so scheiße sieht das jetzt auch nicht. Also man erkennt, dass ich hier den Boden manuell bearbeitet habe. Aber so schlimm sieht das jetzt auch nicht aus. Denke ich. Hoffe ich. Oh, okay. Moment, das machen wir so. Wird jetzt hier irgendwie... Nee. Die sind abgebrochen worden, okay. So. Gehen wir bis hier hin. Genau. Was geht denn jetzt ab? Ich werde gar nicht gefragt, wie ich, ich kann gar nicht entscheiden, wie ich die... Ebene haben will. Ach so, jetzt aber. Oh, okay, das ist um die ganze Ebene. Okay, ich versuche es mal so. Ich hoffe, dass der jetzt nicht abgebaut wird. Ansonsten bauen wir den einfach neu. Mal schauen, solange es mehr oder weniger gerade aussieht, ist es okay. Dann bin ich mehr oder weniger zufrieden. Jetzt haben wir auch wieder 40 Lehm, uns fehlen halt nur die
Die Erze. So, ich versuche mir zu merken, dass das hier ist. Genau, das ist jetzt auch voll. Ja, jetzt gehen wieder Frames verloren, weil hier der ganze Boden bearbeitet wird. Wobei, ich bin bei 60 FPS, wieso stockt das dann so rum? So, ich versuche mich einfach nicht zu bewegen. Bis das Ganze hier fertig ist. Okay, jetzt fahre ich auf 5 FPS. Ich werde versuchen, so wenig wie möglich die Böden zu bearbeiten. Das sieht erstens scheiße aus und zweitens verliere ich FPS, währenddem es das gemacht wird und kann also nicht anständig spielen in der Zeit. Ja. Jetzt müsste das fertig sein. Genau. Ja, das sieht so perfekt aus. Also, hier sieht man jetzt ein bisschen, dass ich den Boden bearbeitet habe. Aber das sieht man halt auch nur sehr wenig. Das ist voll okay so. Also, ich bin zufrieden. Hier werden jetzt Erze gesammelt. Das ist auch sehr gut. Dann kann ich hier die Bäckerei eigentlich... Wie viele Erze brauchen wir? Uns fehlen 140, wir sind jetzt bei 8, das heißt, uns fehlen 132. Lehm haben wir eigentlich genug, also kann ich 2 Leute hier einsetzen, die dann schon anfangen, das Material dahin zu bringen. Genau. Ich werde jetzt auch hier schon anklicken, das ganze Dingens hier zu ernten. Das hier ist eh schon fast fertig. Und ja, war doch hier auch. So. Hab ich jetzt 2 Leute in der Mühle? Ja, ich lasse nur einen drinnen. Das müsste eigentlich ausreichend sein, denke ich. Wir sind bei 252 Mehl, sobald die Bäckerei fertig ist. Die braucht auch einen Brunnen, ne? Die Bäckerei braucht auch einen Brunnen, wenn ich mich nicht irre. Aber das ist ja das kleinste Problem, wird einfach ein Brunnen auf die andere Straßenseite gebaut, beziehungsweise auf die gegenüberliegende Seite des Feldweges gebaut. Und dann ist das alles ganz, das Ganze gar kein Problem, denke ich. Honig wird produziert, 18 Stück haben wir im Bienenhaus, die müssten jetzt eigentlich so lang, ja genau, die wurden jetzt schon weggenommen. Im Lager haben wir 219, Gemüse geht hoch, aber wieso finden unsere Sammler kein Obst? Okay, hier sind ein paar Äpfel gewachsen, die holen wir uns. Unsere Jäger kriegen auch kein Fleisch mehr zusammen, ne? Das ist auch nicht gut. Fisch haben wir auch nicht viel. Was mache ich falsch? Wir haben einen Fischer. Ich denke, das müsste eigentlich ausreichen, damit wir diesen Ort hier nicht überfischen. Also leer fischen. Ich könnte natürlich noch hier irgendwo eine neue Fischerhütte hinbauen. Aber dann hat der Fischer den Weg hier von dort bis nach hier, um den Fisch einzulagern. Das ist auch zu viel.
Ich glaube, wenn wir uns nach oben hier ausbauen, werde ich eine Fischerhütte hierhin klatschen. Und da werde ich dann irgendwie sowieso ein neues Lager hier aufbauen müssen, also eine neue Scheune und ein neues Lagerhaus. Und dann kommt auch die Karawane-Dingens ins Spiel, wo unsere Lager umgelagert werden müssen, beziehungsweise können. Und so können wir dann Brennholz und solche Sachen aufteilen, ohne dass jetzt irgendwie hier oben alles neu gebaut werden muss. Leute, da ist ein Be Okay, gut, ich habe nichts gesagt. Aber hier gehen die Bären auch unser Mehl essen, beziehungsweise unser Getreide fressen. Denke nicht, oder? Die essen doch kein Getreide. Wow, hier ist wirklich sehr, sehr viel. Was los mit Tieren? Vielleicht werde ich uns auch hier ein zuerst ausbauen. Am Strand entlang. Denn hier ist es nur ein See. Und da ist dann das Problem, dass der Fischbestand wahrscheinlich schnell runtergeht. So tief ist er nämlich nicht. Hier ist er etwas tiefer, aber hier nicht. Das wird dann schon etwas kompliziert, wenn wir uns dort um die Fischerei kümmern. Ich würde dann wirklich behaupten, dass wir hier irgendwie eine neue Fischerhütte bauen und ein neues Lager, beziehungsweise eine neue Scheune mit Karawane, und dann wird das für den Anfang erstmal so aufgeteilt. Dann können wir hier sowieso auch noch neue Felder anbauen. Aber da brauchen wir auch definitiv mehr Leute. Wobei, wir sind jetzt bei 34. Das ist, glaube ich, momentan das Maximum, ne? 5, 5, 5, 5, 3, 3, 3, 5, genau. Das ist momentan das Maximum. Okay. Wie sieht es jetzt mit der Bäckerei hier aus? Also Lehm haben wir genug, da lasse ich auch nur eine Person drinnen. Erze fehlen uns noch 17, das müsste eigentlich jetzt ziemlich schnell hinhauen. Dann müssten wir eigentlich in dieser Folge noch unsere Bäckerei fertig kriegen. Kommt schon, Leute, kommt schon. Macht hin. Ja, komm, wir werden auch hier einen wieder zum Werkzeug herstellen einsetzen. Und zum Kleider herstellen auch. Wir haben ja wieder Flachs. Honig haben wir auch ein bisschen. Das ist, damit bin ich auch sehr zufrieden. Was können wir hier bauen, um dieses Feld hier aufzufüllen? Da könnten wir eigentlich das Krankenhaus dann irgendwann hinbauen, ne? Das wäre auch eine Möglichkeit. Wie groß ist das Krankenhaus eigentlich? Ja, das ist schon ziemlich groß, ne? Das vorbei beim Bienen. Ich könnte es aber so bauen, dann hätten die Bäume hier oben noch Platz, um zu wachsen. Ja, ich denke, das werde ich dann so irgendwann machen, aber vorerst haben wir nicht das Material dazu. Sehr schön, unsere Bäckerei wird gebaut. Da gibt es aber auch genug Bauschritte, ne? Da gibt es genug an Bauschritten. Wird hier geerntet? Ja. Wie sieht's hier aus? Los. Äpfel ernten. Dann haben wir zwar nicht viel,
Obst, aber dann haben wir wenigstens schon mal ein bisschen. Und ich denke, ich werde das hier jetzt mal sperren, damit wir für den Winter ein bisschen was zusammengesammelt kriegen. Oh, wow, die Apotheke ist schon voll. Gehen wir auf 500. So. Das ging ja jetzt wirklich schnell. So, wenn jemand krank werden sollte, also falls jemand krank werden sollte, sind genug Kräuter im Vorrat, um diese Personen zu heilen. Unsere Bäckerei wird gebaut. Und die Bäume lasse ich jetzt auch stehen. Das ist nämlich schön. Genug Holz haben wir ja. So. Ja, also man merkt, wenn die Leute nicht den ganzen Fisch sofort wegessen, geht der Vorrat ziemlich schnell hoch. Es liegt also wahrscheinlich nicht an den Fischerhütten, sondern ganz einfach daran, dass wir nicht genug Variation in unseren Nahrungsvorräten haben. Aber jetzt kommt ja auch wieder Brot hinzu. Und da setzen wir auch zwei Leute sofort ein. Habe ich den Brunnen schon in Bau gesetzt? Nee. Brunnen hierhin. So. Direkt vor die Bäckerei. Moment. Dazu braucht man kein Mehl. Fürs Brot wird nur Getreide benutzt. Wieso brauchen wir dazu kein Mehl? Ah, da brauchen wir Mehl. Dazu bräuchten wir Mehl. Hier brauchen wir Eier, Mehl und Gemüse. Mehl, Fleisch und Wasser. Mehl, Honig und Wasser. Fischmehl und Wasser. Und normales Brot braucht einfach Getreide und Wasser. Okay, dann machen wir die mal aus. Wir nehmen unsere Person hier raus. Wir haben ja schon 324 Mehl. Das dürfte eigentlich ausreichend sein. Und jetzt lassen wir dann Getreide herstellen. Brot herstellen. Und das sperren wir auch zuerst mal, damit nicht sofort alles weggefressen wird. Das dauert auch ein bisschen, ne? 2,3 Minuten für ein Brot. Ach du Heilige. Wobei, Moment. Ja, doch, das geht schnell. Das geht doch schneller als 2,3 Minuten. Wo wird noch was gebaut? Wahrscheinlich hier der Brunnen, ne? Genau. Der müsste jetzt auch ziemlich schnell fertig sein, ne? Und sechs Wasser sind noch da. Komm schon, komm schon. Wo ist unser Bauer? Oh, der Honig ist jetzt schnell runtergegangen. Oh, wow. Okay, wie sieht's hier aus? Nee, 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 nicht nochmal neu anpflanzen. Das muss jetzt nicht sein. Da werden wir aber
Hafer gebrauchen fürs nächste Jahr, damit uns die Hühner nicht verhungern. Wobei hier 23 von 24, da können auch ein paar gekillt werden. Ich klicke jetzt mal so. Gehen wir auf 10 runter. So. Komm schon. Okay, ein Huhn gibt ein Fleisch. Ja klar. Hühner sind klein, die geben jetzt nicht mega viel. Okay, gut. Felder sind fertig. So. Bienen weg. Sammler fertig. Ja, jetzt Holzhacker. Förster. Die Kräutertante kann auch weg. Ich sage Kräutertante, ich habe nicht mal eine Ahnung, ob es ein Typ ist oder eine Frau, die oder der sich hier darum kümmert. Aber egal. Hier das Feld ist leer, okay. Setzen wir 5 hier rein, 5 da rein, obwohl 4, 4 dürfte ausreichend sein. Und der Rest kann dann sich um Erze kümmern. Sehr schön, dann haben wir jetzt auch die Bäckerei endlich fertig. Das heißt, wir können hier auch das Brot freigeben zum Essen. Das wird zwar ziemlich schnell weggehen. Es wird nämlich mehr oder weniger langsam produziert. Aber so wie ich unsere Leute hier in der Kolonie kenne, nehmen die sich sofort 12, 13 Brot mit. Und dann ist unser Lager schon leer mit Brot. Und wir haben 22 Minuten, das heißt, diese Folge ist leider schon vorbei. Ja, wir haben eigentlich ziemlich viel geschaffen in dieser Folge, finde ich. Die Bäckerei ist fertig. Wir haben das... Ne, das hatten wir schon. Was haben wir in dieser Folge gemacht? Zu viel. Aber nun gut. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Genau, wir haben hier den Boden begradigt. Das stand schon hier oben. Aber wir haben den Boden begradigt und das sieht ganz schön jetzt so aus. Zwar nicht ganz natürlich, weil es so gerade ist, aber egal. Hier, die Werkzeuge sind wieder auf dem Maximum angekommen. Das ist gut. Und ja. Oh, da ist jemand krank. Moment, das schaue ich mir jetzt aber an. Was der macht. Der bringt die Erze ins Lager. Und dann... Und jetzt? Wieso geht er keine Kräuter holen? Brauchen wir dann doch die Kräutertante, die sich um die Personen kümmert? Oder wie? Schade, dass nicht dabei steht, an was die Leute erkrankt sind. Also wegen der Kälte dürfte es eigentlich nicht sein, weil unsere Kolonisten haben ja alle Kleider. Das heißt, das dürfte eigentlich nicht das Problem sein. Naja, mal schauen. Vielleicht wird er in der nächsten Folge dann sich hier ein Kräuter nehmen, um sich zu heilen. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ich hoffe einfach nur, dass er nicht kaputt gehen wird.
Jetzt aber wirklich vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir sehen uns dann übermorgen zu der nächsten Folge Life is Feudal Forest Village wieder. Bis dann, ciao!